Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich weiß, ich bin etwas spät. Das iOS 10 Beta 5 Update ist jetzt schon ein paar Tage draußen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Deswegen nehmen wir das jetzt mal nach und ich zeige euch, was es Neues gibt. Wie immer in der Beschreibung des Updates, ja, steht eigentlich nichts drin, außer Bugfixes und Verbesserungen. Und ich habe mir dann mal hier eine Kopie gemacht, um zu zeigen, wie der Speicher vor dem Update aussah. Also ich hatte verfügbar 7,67 GB und wir sehen, ich habe 7,65 GB jetzt frei. Das heißt, wir haben also insgesamt ein wenig verloren, nämlich genau gesehen haben wir 20 MB verloren. Und naja, kann man mit leben. Und dann schauen wir direkt nochmal in den Geekbench-Score rein. Da habe ich bisher jede Beta mal durchlaufen lassen, um zu sehen, wie leistungsfähig das Ganze ist. Mal als kurzer Hinweis nochmal, das hier war die erste Beta von iOS 10 mit 6.92 und 12.26. Das war jetzt die letzte gewesen mit 12.16 und 6.93. Und die aktuellste Beta 5 hat 6.86, 12.54. Das heißt, wir haben beim Geekbench nochmal etwas verloren beim Single-Core, aber dafür beim Multicore zugelegt. Und ja, das sind also kleine Änderungen. Also im täglichen Gebrauch merkt man von so kleinen Veränderungen ehrlich gesagt nichts. Läuft immer noch sehr schön und sehr flüssig. Und wieder mal hat sich was bei den Tönen geändert. Diesmal bei dem Lock-Sound. Der klingt jetzt nämlich so. Ich werde es mal ein paar Mal machen, damit ihr das besser hören könnt. Also das klingt ja wie eine Tür, die zugeschlagen wird. Und naja, ob es einem gefällt oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist das mal wieder ein neuer Ton. Und an den Tönen haben sie ja hier in letzter Zeit ziemlich viel rumgeschraubt bei iOS 10. Von der Tastatur zum Lockton, da gibt es also einiges Neues. Und wenn wir gerade bei den Tönen waren, auch bei den Keyboard-Tönen hat Apple nochmal etwas geändert. Und zwar sind die lauter geworden. Also wir haben immer noch die unterschiedlichen Töne hier für die verschiedenen Buttons. Aber das ist jetzt insgesamt etwas lauter geworden im Vergleich zur letzten Beta, sodass man das noch deutlicher hören kann. Auch im Control Center gibt es was Neues auf der Seite, wo ihr hier die ganzen Bedienungen habt für eure Musik. Da haben wir hier unten dieses kleine Icon, das Teilen-Icon, oder ja, wo man das eben auch auf andere Lautsprecher verteilen kann, den Sound. Das hat ein neues Design, sieht jetzt aus wie so ein Airplay-Icon. Wenn man drauf tippt, kommt man dann hier zu den verschiedenen Geräten. Und ihr seht auch hier, die Darstellung von dem iPhone hat sich geändert. Die war vorher hell und jetzt haben wir hier wieder ein schwarzes iPhone dargestellt. Also hier eine kleine Designänderung. Bisher konnte man ja hier das HomeKit auch in den Einstellungen finden, aber das hat Apple entfernt, wenn ich hier in die Einstellungen reingehe. Und wir schauen mal zusammen durch, dann werden wir sehen, dass wir ja nichts sehen, zumindest nichts mehr hier vom HomeKit. Also da gibt es keinen extra Menüpunkt mehr in den Einstellungen. Das HomeKit finden wir jetzt nur noch als App hier direkt auf dem Lockscreen. Seit der Beta 4 haben wir ja im Notification Center, wenn wir rüberstreichen zu den Widgets, hier oben die Ansicht mit der Datums- und der Wochentagsanzeige. Und da hat Apple ein klein wenig dran geschraubt. Da ist also die Schrift etwas kleiner geworden, sodass man mehr von den Widgets hat und ja weniger von der Schrift in Anspruch genommen wird. Und außerdem gibt es die Anzeige. Auch wenn ihr vom Homescreen aus direkt zu den Widgets geht, dann haben wir jetzt hier oben auch Datum- und Wochentagsanzeige. Auch hier bei den Emojis hat sich was geändert. Da wurden ja so ein paar kleinere Anpassungen durchgeführt. Und ich suche gerade mal eine, die mir aufgefallen ist. Da haben wir es. Das ist hier der Kollege mit dem Turban. Denn der war vorher ein Rot gewesen. Sah auch ein bisschen merkwürdig aus. Und jetzt ist hier der Turban weiß gehalten. Also das ist bestimmt nicht die einzigste. Aber das ist jetzt der, der mir direkt aufgefallen ist. Hier in der Uhren-App gibt es auch was Neues. Wenn ihr euch einen Wecker stellt, dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, warum auch immer. Ich gehe hier auf Ton, dann zeige ich es euch, ja, keinen Ton auszuwählen. Also, ich weiß nicht, wie man mit keinem Ton geweckt werden soll. Aber die Möglichkeit gibt es auch, vielleicht vibriert dann das iPhone nur. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall, das ist jetzt auch neu, dass man hier keinen Weckton auswählen kann für einen eingestellten Wecker. Tja Leute, und das soll es schon gewesen sein. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen hier von der Beta 5, also ein relativ kleines Update. Apple arbeitet jetzt nur noch so kurz vor dem Release daran, wirklich die kleinen Bugs und die kleinen Fehler hier auszubügeln. Und ich denke, das haben sie hiermit dann auch soweit schon mal getan, bis auf die Töne, ja, die noch ein bisschen
sage ich mal, experimentellen Spielraum haben. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Und das wäre es dann gewesen, Freunde. Ich melde mich bei der Beta 6 spätestens wieder. Und natürlich gibt es auch am Wochenende wieder neue Videos. Schaltet ein und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer MiAppleCat. Macht's gut. Hast du das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also, nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss.